Cool, hallo und herzlich willkommen zurück zu Company Reviews 2. Schon ein bisschen her, mittlerweile ungefähr 2 Monate, dass ich ein Company Reviews 2 Video aufgenommen habe. Da sich demzufolge auch die Fragen etwas gehäuft haben, wie es denn nun mit Company Reviews aussieht, wann mal wieder eine Folge kommt und so weiter. Hier nochmal der Hinweis auf die Facebook-Seite des Kanals. Zu finden ist der Link unter jedem Video oder auch auf der Kanalseite. YouTube-Kanal selbst. Da gibt es allmonatlich einen wunderschönen kurzen Post von mir mit so einer Art Vorschau, was ich denn so ungefähr vorhabe im jeweils kommenden Monat. In der Regel ergänze ich das dann nochmal, was heißt in der Regel, manchmal ergänze ich das dann nochmal Mitte des Monats, denn wie das so ist, kein Plan überlebt den ersten Feinkontakt. Da also gerne mal vorbeischauen und nicht fragen, weil die Infos sind da. Ja, ich werde, wenn du das postest und so, auch nur auf Facebook an der Stelle verweisen. Ja, ergänzen vielleicht nochmal dazu, grobe Übersicht. Das Problem ist halt einfach, seit dem Ende der ESL gab es kaum brauchbare Replays, kaum bis gar nicht. Und wenn es sie gab, dann sind sie, bevor ich sie casten konnte, durch einen Patch kaputt gemacht worden. Lustigerweise war das jetzt auch wieder der Fall. Also es ist bestimmt das dritte oder vierte Mal jetzt. Da sind 3 Replays von Lovenest hochgeladen worden, die sehr interessant aussahen. Und ja, was war dann? Patch. Patch nicht mehr anschaubar. Insofern gesehen, ich kann nicht casten, wenn ich keine Replays habe. Das ist die Krux an der Sache. Ich hoffe, dass das mit dem Turnier, was angedacht ist, jetzt im August bzw. September etwas besser wird. Dem großen Relic-Turnier. Nachteil daran ist, Replay-Upload ist leider nicht Pflicht nach den Spielen. Das heißt, wir werden schauen müssen, was hochgeladen wird und was ich dann überhaupt noch casten kann. Gut, soviel mal zu den Rahmenbedingungen. Lassen wir das Spiel jetzt erstmal laufen. Ich habe mich auch nicht wirklich damit auseinandergesetzt, was in letzter Zeit so passiert ist in der Welt von Company of Heroes. Also, keine Ahnung, wie im Moment die Balance aussieht, was das Metagame so hergibt. Also, ich weiß im Moment nichts darüber über das Spiel. Ich werde es mir halt einfach anschauen. Ganz schön finde ich den Haken hier. Kamera folgen. Ist der neu oder kann ich mich an den gerade nur nicht erinnern? Ist das jetzt der Einheit? Der war tatsächlich schon immer da, oder? Ja, und kriege ich das jetzt auch wieder weg? Dankeschön. Okay. Ich hatte gerade so die Hoffnung, dass es hier jetzt irgendwie die Möglichkeit gäbe, sowas zu sehen, wie was der Spieler tatsächlich gemacht hat. Ja, also Kamera, Bildschirmausschnitt dorthin, wo der Spieler ihn zum Zeitpunkt X auch hatte. Man darf ja noch träumen. Ja, Kommandant, dann zeige ich immer kurz mechanisierter Sturm, mobile Verteidigung, Osttruppen und auf der anderen Seite gepanzerter Sturm. Mechanisierte Unterstützungstaktik und Sowjetindustrie. Sowjets, wie gesagt, von Jesolin Jove hier mit dem Ostheer. Bulletins. Denke ich, nichts Besonderes hier dabei. Ja, ist ja im Grunde ohnehin auch genervt worden, da die einzigen wirklich interessanten Kombinationen, nämlich die, wo die Bulletin-Säcken nun nicht mehr funktionieren, ist das eigentlich so ein bisschen in der Bedeutungslosigkeit verschwunden. Und wobei natürlich durchaus die Option interessant ist, dann dieses Supply, das man am Ende des Spiels bekommt, einzutauschen gegen irgendwas anderes. Damit ist Company of Heroes 2 nicht mehr ganz so pay to win wie vorher. Weil theoretisch gesehen kann man den ganzen Kram ja jetzt auch über Spielen wie ein Bekloppter bekommen. Ist zumindest in meinem Verständnis, dass das tatsächlich auch so ist. Keine Ahnung. Jetzt nur mal so rein nach dem, was man so ein bisschen vielleicht gelesen hat. Ganz schön fand ich auch, dass Company of Heroes 2 das einzige Spiel war, was massivste Probleme bereitet hat nach dem Windows 10 Update. Es ging einfach überhaupt nicht mehr. Also ich habe mich bestimmt 3 Tage lang damit auseinandersetzen müssen, bevor ich es wieder überhaupt starten wollte. Ja. Also es ist und bleibt spannend. Jetzt also die erste Begegnung. Und da kann sich Jove auf jeden Fall erstmal durchsetzen. Ich weiß auch nicht, inwieweit die beiden im Moment aktive Spieler sind. Jesselyn hatte ja auf jeden Fall eine sehr, sehr starke Phase. Das ist allerdings auch schon viele, viele Monde her. Und Jove war ja zu ESL-Zeiten einer der beherrschenden Spieler, der dann auch wirklich im One-on-One und bei allen Fraktionen zeitweise den Platz 1 eingenommen hat.
Also sehr, sehr stark. Ich weiß nicht, inwieweit er noch so gut ist und inwieweit Jesudyn wieder so gut ist, dass das hier ein spannendes Spielchen werden kann. Wir werden sehen. Wir haben hier auf jeden Fall schon mal drei fröhliche Conscripts. Den Start-Pioniertrupp, einen Mörser und ein fröhliches Maschinengewehr. Maxim hier also dann entsprechend das T2. Großer Push jetzt hier von seiner Seite aus. Bis auf den Cutpoint zurück. Hier steht dann das deutsche MG. Das Problem natürlich jetzt hier, keine Grenadiere an der Front. Nur das Maschinengewehr könnte theoretisch gesehen flankiert werden, wenn er seine Einheiten hier richtig gestellt hätte und wenn er das wüsste. Jetzt nochmal rechtzeitig hier reingerannt. Beziehungsweise vielleicht auch nicht so günstig, dass er hier wieder weggegangen ist. Na gut, Problem wäre halt gewesen, er müsste hier dann wirklich an der Mauer kämpfen. Das ist ein sehr, sehr schwieriger Kampf, den tatsächlich dann auch zu gewinnen. Eigentlich ganz gut, dass man die an der Stelle da eingeführt hat. Gab es ja auch nicht immer. Gut, ja, ich weiß nicht, jetzt ist hier der Mörser vielleicht nicht wirklich optimal eingesetzt. Hätte sich da sicherlich etwas mehr einbringen können. Maxim jetzt sehr offensiv. Was natürlich ein Problem wird für das Maschinengewehr und den Mörser. Landet erstmal direkt nochmal ein Treffer hier auf das Haus, sehr, sehr schön. Und hier wird es wohl nicht schaffen, den Mörser zu rushen, weil da noch das Maxim ist. Aber jetzt der Flammenwerfer, ja, ist natürlich perfekt in dem Moment. Da genau die Waffe, die er gebraucht hat. Das ist also das erste Munitionsinvestment von seiner Seite, wenn ich das so recht überblicke. Hier haben wir jetzt den Tech auf T2. Hier tut sich noch nichts, wobei die Jungs hier. Na gut, eventuell werden sie nur verstärkt. Vielleicht warten sie aber auch auf das letzte bisschen Fuel, um hier hochzutecken. Scheinen die Basis nochmal zu verlassen. Ah, jetzt hier so eine Aktion. Ich weiß nicht, warum man jetzt da so optimistisch reingerannt ist. Ich meine, das war jetzt gerade eine einzige Einheit. Vielleicht konnte der Mörser noch ein bisschen mitmischen, aber das war es dann halt auch. Damit ist natürlich kein Blumentopf zu gewinnen. Hier, gut, das natürlich im Zeichen des Cappings. Also das war sicherlich nicht so, dass er jetzt hier versucht hat, groß Kämpfe zu gewinnen. Ah, oh, Kontermörser hier. Durchaus auch erfolgreich. Der Russe ist erstmal weg. Hier kann er jetzt zurückerobern oder geht auf den Cutpoint. Zweites Maxim jetzt da. Hier haben wir eine Sandsackstellung, also gegenseitig zugesandt sackt. Pius kommt jetzt hier zurück und hier geht das T2 in Bau. Gehen wir davon aus, er wird jetzt hier wirklich bald anfangen, irgendwas zu bauen. Bringt dabei erst noch das Heal, wie es ausschaut. Hat halt schon ganz gut Fuel auf dem Konto. Ist nicht nur noch eine Frage des Treibstoffs. Haben wir das Maxim ziemlich offensiv. Ja, hier so ein bisschen sicherlich das Spiel einfach auf dem Flanken. So immer so ein bisschen auch der stiefmütterlich, sage ich mal. Allerdings ausflankiert von den beiden Grenadieren. Da wird noch eine Granate sogar, eine Weggranate hinterhergeschmissen. War sicherlich eher unnötig an der Stelle. Dann das SDKFZ wird wahrscheinlich keinen Flammenwerfer bekommen, auch weil eben gerade die Munition ausgegeben wurde. Ja, wobei, er könnte sogar wieder, aber ja, es ist halt dann doch einigermaßen verletzlich, gerade auch wenn man bedenkt, was der Spaß kostet. Ich denke mal, also das würde er benutzen zum Suppressen oder an der Front verstärken. Also Suppressen in Anführungszeichen. Ist ja hier gar nicht so ohne weiteres möglich. Aber hier können wir zumindest auch schon mal verstärken. Genau. Wunderbar. Da haben wir den Flammenwerferpionier in der Mitte. Auch hier sind direkt wieder deutsche Einheiten unterwegs. Also ein fließender Wechsel zwischen Offensive und Defensive. Was wir allerdings noch nicht gesehen haben von deutscher Seite, ist der Versuch hier auf den Cutpoint zu gehen. Das traut er sich dann doch nicht so ganz. Unser Abwehrkanone jetzt an den Start gegangen. Ja, hier auch die Panzerabwehrkanone. Also tatsächlich
Kein Tech hier. Ja, wo könnte er denn hinwollen? Das ist die Frage. IS-2 oder dann T4 mit den 85ern. ISO 152, irgendwas, das viel Fuel kostet. Weil wenn er das schnelle, leichte Fahrzeug hätte haben wollen, dann wäre das sicherlich schon gebaut worden. Und oh, tatsächlich. Er hat sich für die Flammenwerfer-Variante entschieden hier. Einigermaßen selten gesehen, sage ich mal. Aber nicht ganz uneffektiv. Wenn richtig eingesetzt. Haben wir hier eigentlich schon Granaten? Haben wir. Und da die Pack ja auch da ist, wenn auch noch nicht in Position, wird sich das Teilchen hier ein bisschen vorsehen müssen. Da kommen sie auch schon angerannt. Das ist natürlich jetzt hier maximal interessant, um das Gerät wegzudrücken. Dass er da tatsächlich einen großen Schaden macht, das ist wohl nicht zu erwarten. So, und hier hat er jetzt hoffentlich gehört, dass die Pack geschossen hat, hatte und geht auch direkt zurück. Sehr gut. Ja, es ist halt ein zerbrechlich Teil. Hier haben wir jetzt die Heilung am Start. Da hat es auch jemand bitter nötig, geheilt zu werden. Da sieht man also, wo die Munition als nächstes reingegangen ist. Viele Flammenwerfen auf jeden Fall mal von Jove. Immer mit 1 und er hat die Infanterieerkennung an. Wobei er jetzt davon nicht wirklich profitiert, weil einfach keine Infanterie da ist. Aber das ist ja auch irgendwo eine Erkenntnis, ja. Müssen wir keine Sorgen machen, es gibt keinen Gegner. Gibt sich jetzt tatsächlich noch einen weiteren Pionier. Interessante Entscheidung. Naja, Reparatur ist halt nicht die allerbeste. Und hier kommt jetzt doch das T3, reichlich spät. Also, ich würde mich fast ein bisschen wundern, wenn er da jetzt noch ein Fahrzeug bringt. Oder vielleicht taggt er doch direkt hoch. Mal schauen, was er sich so überlegt hat. Wir werden es ja früh genug noch zu sehen bekommen. Bringt jetzt auch seinerseits einen Flammenwerfer. Hier wieder viele Flammenwerfer am Start. Ja, und da schlägt der Mörser böse zu. 9 Kills haben wir hier und auf der anderen Seite 2. Aber der hat halt doch schon ganz gut auf die Fresse bekommen. Demzufolge dann auch dieselbe Wettstufe wie der deutsche Mörser. Ja, sterben ist auch ein Erfolg. Ihn suche jetzt hier. Gut, das mag natürlich auch ein Hintergrund sein, warum er den Pure gebracht hat. Ich dachte erst wegen der Reparatur, aber naja, gut. Minen ist ein Argument. Müsste sich aber wohl wenig Sorgen machen, wenn man sich mal so den Munitionsstand anguckt, den Jezzeldin hat. Dann ist noch keine Mine gelegt worden. Da könnte man sogar überlegen, ob man einfach mal ganz bewusst eine Granate, ja, fängt, sage ich mal, um einfach die Munition hier ein bisschen rauszuziehen. Passieren kann ja wenig. Ja, hier jetzt leider Pech gehabt mit dem Mörser. So viel zum Thema Minensuche. Und tatsächlich, es wird eine Einheit hier gebaut. Aus dem T3, hätte ich nicht erwartet. Aber das ist eine Entscheidung. Artillerie soll es sein. Su-76M. Ja, ist auch so eine Einheit. Lange, lange Zeit völlig in der Versenkung verschwunden. Dann mal OP. Dann im Grunde wieder verschwunden. Und hier wird es jetzt mal wieder gespielt. Mit einem auf dieser Karte sehr, sehr passenden Skin. Ich habe geringe Hoffnung, dass dieser Bug irgendwann nochmal gefixt wird. Ja, schön wär's. Wir schauen gerade vielleicht nochmal rüber. Nebel des Krieges, dass wir hier nochmal ein bisschen die Fähigkeit sehen, die hier ja gerade aktiviert hat, die Infanterieerkennung. Hier ist nicht zu weit vor. Da sind zwei Fahrzeuge, so was heißt zwei Fahrzeuge, zwei Einheiten, die kurzen Prozess machen würden. Ah, kommt die deutsche Pack vor. Steht gut Schussreichweite auf die Su-76. Hier unser Flammenwerfer-Vehikelchen kann hier ein bisschen aus dem Hintergrund herauswirken und ein kleines Barbecue veranstalten beim Maschinengewehrchen. Hier ein bisschen im Flankieren, sehr schön. Da auch mal wieder Munitionseinsatz von Jove. Gewehrgranate. Gefällt, gefällt. Vielleicht kann er auch nochmal eine Einheit entbehren, um sie auf die linke Seite zu schicken und da ein bisschen Stress zu schieben. Ist
traut sich unser Flammenwerfer-Vehikelchen mal wieder vor. Im Grunde hat er hier permanent die Fähigkeit aktiv. Was kostet ihn 10 an, ne? Er ist halt auch nicht viel. Was so ist durchaus nützlich, verstehe ich schon. Aber man sieht selten. Natürlich auch, weil man das Gerät an sich selten sieht. So, jetzt die Pack dabei, geheilt zu werden, ist auch ein bisschen nötig. Was macht Jesselin als nächstes? Tja, könnte sich nochmal so eine Su leisten, wenn er das will. Will er anscheinend im Moment aber eher weniger. Ist natürlich auch ein bisschen mit Verstärken beschäftigt, klar. Jetzt hat das T3 und ein neuer Pew. Also entweder sehen wir dann T3 oder T4, wobei bei T4 halt immer so die Frage ist, was hat T4 mir tatsächlich zu bieten? Ja, hier der Granatwerfer auseinandergeschossen worden. Das war schon auch schon der zweite. Der andere hier noch dabei. Gut dabei auch. Ja, der Versuch hier das Ding zu klauen. Aber da steht er hier sehr, sehr stabil. Aber er steht halt auch. Ne? Man sieht, dass da einigermaßen wenig Bewegung drin ist. Hier wird also wirklich die Deckung ausgenutzt. Und zu der Spielweise passt sicherlich auch das Maschinengewehr ganz gut. Einfach mal hinstellen und draufhalten. Das mag das Teil. Ja, und hier sieht man schon zwei Treffer und da kann es sogar schon vorbei sein. Dafür halt auch recht schnell das Aufwetten am Start. Jetzt das Maxim ebenfalls dekrut. Auch der Kollege muss sich hier zurückziehen. Also wenig im Moment, was die Infanterie hier aufhalten kann. Er entscheidet sich hier auch dagegen, den Mörser aufzunehmen. Vielleicht macht das der Pew, der hier gerade angewackelt gekommt. Angewackelt kommt. Ja, und damit kämpft sich Jove mal wieder an die Siegesmarke heran. Sie sind noch sehr dicht beisammen, die beiden. Also ganz, ganz geringer Unterschied im Grunde. Alles noch offen und hier sieht man jetzt aber auch, so weit vorne war Jove eigentlich noch nie. Dass er jetzt tatsächlich mal den Cutpoint von Jesselin zur linken Seite hin bedroht, das haben wir noch nicht gesehen in diesem Spiel. Cool wäre, wenn er natürlich auf den Pew schießen könnte, die würden fallen wie die Fliegen. Aber so ist das nicht möglich. Ich denke auch nicht, dass er die gesehen hat, das wird zu weit weg gewesen sein. Insofern bleibt hier eigentlich nur die eigene Haut zu retten und sich zu freuen, dass man mit dem Leben davon gekommen ist. So, das Gebäude steht. Unser T3, wir können hier sämtliche verfügbaren Einheiten bauen, nachdem eben die 125 voll geworden sind. Hier ist also alles möglich, aber bis dato ist noch keine Entscheidung getroffen worden, auch wenn die Ressourcen da sind. Da würde es dann wieder interessieren. Was denkt er jetzt im Moment? Wo hat er seine Aufmerksamkeit konzentriert? Und was möchte er überhaupt für eine Einheit bauen? So Fragen, die man dann gerne mal beantwortet hätte. Ja, da wieder der Mörser sehr, sehr stark gegen das Maschinengewehr. Zwei Stück sind halt auch ein bisschen übel da. Jesselin die Büchse der Pandora geöffnet, als er den einen Mörser gebaut hat. Aha. Ich glaube, die Fähigkeit ist auch neu, oder? Oder hat das Teil das schon immer gehabt und hat sie noch nie gesehen, weil das quasi nur Fight 1 gekommen ist? Ich weiß es nicht. Ganz schicke Tarnung auch hier. Endlich mal was, was ich sehen lassen kann. Hätte ich jetzt gerne noch für die Infanterie. Und mittlerweile ist auch der Panzer 4 in Produktion gegangen. Wird sogar einigermaßen bald fertig sein. Interessant ist jetzt die Entscheidung von Jesselin, weiter mit leichten Fahrzeugen zu spielen. Nämlich mit dem T-70. Dazu muss man natürlich wissen, dass so ein leichtes Fahrzeug tendenziell eher schlechter wird mit der Dauer des Spiels. Was nicht heißt, dass es sinnlos ist und dass man damit nichts Sinnvolles machen kann. Aber man muss vorsichtiger werden, vorsichtiger spielen auch, also es vielleicht anders einsetzen. Gerade diese Ich sehe mehr Funktion von dem Kollegen hier, Aufklärungsmodus, ist sicherlich auch im Late Game beispielsweise noch interessant.
Aber wenn jetzt sowas wie ein Panzerfischen auf dem Feld ist, dann hat man natürlich einen Kontrahenten, der auf jeden Fall mal gefährlich ist, der überlegen ist. Und so muss man den dann halt auch einsetzen. Frontalangriff kann man machen. Die Erfolgsaussicht, die ist aber dann doch eher gering. Daher gesehen wundert mich diese Entscheidung ein bisschen. Aber mal schauen. Wir sind mal gespannt, was er mit seinem T-70 so bewerkstelligen kann. Hier haben wir jetzt erstmal direkt den Treffer und da ist er auch schon raus. Ja, das war so ziemlich das Worst-Case-Szenario. Hier jetzt der Schuss durch die Hecke. Der Panzerabwehrkanone vor die Rohre gefahren. Dazu dann noch der Panzer 4. Ich hatte auch den Kill gemacht. Ja, hat er. Das war so ziemlich das Worst-Case-Szenario. Und eigentlich auch genau das, was ich beschrieben hatte, was besser nicht passieren sollte. Und warum man ja, mit leichten Fahrzeugen eigentlich entweder gar nicht mehr hantieren sollte oder sehr, sehr vorsichtig sein muss. Und ja. Insofern gesehen waren das jetzt 70 Treibstoff, die eigentlich überhaupt gar nichts gebracht haben. Dann haben wir jetzt hier das Flammenwerfergetier. Sicherlich auch eine der erfolgreichsten Einheiten mit ihren jetzt gerade 19 Infanteriekills. Das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Da können sich nicht besonders viele mitmessen. Oh, die haben jetzt auch das T4. Interessant. Und sicherlich eine Einheit, die so ein bisschen prädestiniert ist, auch auf der Karte hier, die Katyusha. Das ist schlicht und ergreifend deshalb so, weil die Spiele auf Langreskaya so eine gewisse Tendenz dazu haben, Abnutzungsschlachten zu werden. Und ein bisschen einfach auch campy zu sein. Und genau da möchte man natürlich Artillerie haben. Das haben wir schon so ein bisschen gesehen mit den Mörsern hier. Die ganz kleine Artillerie, wenn man so möchte. Und ja, jetzt wird hier halt der große Verwandte aufgefahren. Insofern er sich jetzt nicht rushen lässt. Der Jesulin. Mag das doch durchaus was bringen. Sind mal gespannt. Aber so wie es im Moment aussieht, hätte man auf jeden Fall meinen, dass Jove erstmal den Vorteil hat. Liegt natürlich auch so ein bisschen daran, dass seine Grenadiere jetzt langsam alle ausgerüstet sind, dass sie auf W2 sind und dass sie damit einfach ihren Vorteil jetzt ausspielen können. Bleibt nur zu hoffen, dass seine Katyusha hier tatsächlich dann auch mal einen großen Effekt auf das Spiel hat. Da höre ich doch die ersten Raketen fliegen. Dann schon vorher noch mal aufgeklärt. Das war allerdings. Oh, okay, ich würde schon sagen, keine gute Salve, aber dann hat sie ja tatsächlich das MG noch mal übel mitgenommen. Womit die Mitte erstmal wieder ziemlich frei ist. Wäre da nicht die eigene Infanterie ebenfalls ziemlich abwesend, sodass man es nicht ausnutzen kann? Autsch, da kam die Antwort. Schuss durch die Hecke. Na, und hier? Da ist der Flammenwerfer irgendwie noch nicht so ganz um die Ecke rum. Kann sich demzufolge nicht einmischen. Die stärkste Einheit. Oh, und da sehr, sehr schön den Raketenwerfer gerusht. Das ist das, was ich gemeint habe. Wer darf sich nicht rushen lassen? Genau das ist gerade passiert hier. Leider trifft dieser Schuss nicht und Jove macht jetzt hier alles richtig und zieht sich mit seiner Stuck wieder zurück, bevor die Packs ihm hier gefährlich werden können. Super gemacht. Genau so kann man mit Artillerie umgehen. Tja, und damit war auch das für Jesulin keine Geschichte, die ihm wirklich irgendwie einen Vorteil gebracht hätte. Schwierig, schwierig, schwierig.
Ich denke, früher oder später wird er jetzt sich auch dazu durchringen, dass er, wenn er hier mit Fahrzeugen noch was reißen will, dass er dann ein Doktrinenfahrzeug braucht. Und ich denke, er hat da auf jeden Fall drei interessante Alternativen. Die Frage ist dann nur, für welche entscheidet er sich? Ich hoffe, können wir schon mal davon ausgehen, dass es die Osttruppen nicht werden, die mobile Verteidigungsdoktrinen. Ja. Oder im Zweifelsfall halt der Tiger. Ist sicherlich auch nie verkehrt, einen Tiger zu haben. Vielleicht aber auch mehr T3-Fahrzeuge. Es gibt da so diverse Möglichkeiten. Auch hier ist er jetzt mal wieder unterwegs. Wir sind immer noch recht dicht beisammen. Ein bisschen hat sich der Kollege Joe jetzt absetzen können. Das muss aber auch so sein, wenn man mal den bisherigen Spielverlauf bedenkt, dann ist das eigentlich fast eine zwangsläufige Konsequenz. Es wäre ein bisschen krass, wenn es nicht so wäre, dass er hier einen gewissen Vorteil zumindest mal errungen hätte. Wenn wir mal ein bisschen großzügig rechnen, sind das 100 Punkte. Die Frage wird dann halt sein, kann er das noch ein bisschen ausbauen? Da ist zumindest noch mal ein Maschinengewehr auf dem Weg, was eine genau andere Ansicht hat. Hier auch ein bisschen aufpassen. Mittlerweile auch der 3 hier, der Mörser. KW-8 Flammenwerferpanzer, damit haben wir die Doktrin, die gute alte Windustry. Heute nicht mehr so ganz der Selbstläufer, wie es früher mal war. Aber sicherlich immer noch gut verwendbar. SMG. So ein bisschen das klassische Ziel irgendwie für den russischen Mörser. Ja, und ich weiß nicht, was sagt ihr zu der Sue? Hat die sich jetzt wirklich gelohnt? Hat die so viel zum Spiel beigetragen? Gut, vielleicht ist es hier auch einfach etwas anders. Man muss so ein bisschen auch die indirekten Effekte sehen, aber so richtig extrem toll fand ich das Teil jetzt einfach noch nicht. Tja, werden wir ein bisschen Sprengladungen entfernen. 300 Punkte, der Onkel sagt es gerade. Den 100er Vorsprung, den haben wir dann durchaus erreicht. Was ganz interessant wird, wenn wir dann soweit sind, wenn, das wird dann der springende Punkt sein, denn das ist noch ein bisschen hin, der KW-2, der dicke. Der könnte hier nochmal was bewegen, KW-8. Weiß ich nicht, ob er den auch bringen will. Wir haben halt auch schon ein Stück, wir haben einen Panzer 4. Die Panzerabwehrkanonen, nun, die kann er sich sicherlich vorknöpfen. Ja, es kommt halt immer so ein bisschen auch drauf an. Man hat sicherlich viele Möglichkeiten. Wie will man spielen? Weil wenn er seine beiden Panzerabwehrkanonen mitbringt und das zusammen mit einem KW-8 einsetzen würde, vielleicht auch so ein bisschen über die Flanken spielt und nicht so frontal reinfährt, dann hat das sicherlich auch eine gewisse Perspektive. Es kommt halt drauf an. So, da kommt Nachschub vom Himmel geflogen. Ein bisschen Treibstoff. Das ist also Treibstoff. Dann ist die Frage, wie viel ist da jetzt drin? 10. Wow. 30 Treibstoff. Ja, gut. Okay. Lieber 30 mehr als 30 weniger. Das hat uns auf jeden Fall in Richtung KW-2 eine ganze Ecke nach vorne gebracht und ich gehe eigentlich auch davon aus, dass es der KW-2 ist, den wir dann sehen werden. Ein bisschen fragt ihr immer noch, was hat Jove jetzt als nächstes vor? Der hat jetzt mittlerweile 1000 Manpower angehäuft. Hätte auch in Bälde genug Fuel für einen Tiger. Hat aber auch hier immerhin schon einmal ein Treibstofflager hingesetzt. Was ich persönlich auf jeden Fall gut finde.
Denn besser ausgeben als drauf rumsitzen und nichts mit den Ressourcen machen. Und den Reservegedanken, den verstehe ich durchaus, aber irgendwann muss es halt auch einfach mal auf das Schlachtfeld. Dieses ganze Ressourcengesums. Hier wird zurückerobert, die Mitte ist wieder neutral. Tja, und mit dem bösen Panzerchen hier wird jetzt auf jeden Fall mal irgendeine Reaktion erfolgen müssen. Hier bitte zurückziehen, bevor es zu spät ist. Haarscharf, haarscharf. Ja, jetzt ganz gut. Dieses ganze sowjetische Material hier, Pak, Su, KW, alles zusammen eingesetzt, so wie man es eigentlich haben möchte. Sehr, sehr vorsichtig ist der Dorf auf jeden Fall mal auch mit seinen Fahrzeugen. Also wenn man von dem einen echt guten Rush absieht, hält er sich da doch sehr, sehr zurück. Hätte er vielleicht ein bisschen mehr machen können. Gerade auch in Verbindung mit der Panzerabwehrkanone. Aber gut, bis dato lief es ja auch eigentlich recht manierlich für ihn. Insofern gesehen, wir das mal so stehen lassen. Ja, und auch jetzt, man sieht es direkt, dass der dicke, unauffällig getarnte Klotz hier auf jeden Fall einfach ein bisschen Raum gibt, der genutzt werden kann, um jetzt auch mal die Mitte zurückzugewinnen und sich hier auch nach rechts ein bisschen auszubreiten. Und da fehlt einfach im Moment noch die Antwort von Jove. Und wie es den Anschein hat, soll diese Antwort aus dem T4 kommen, wird dann wohl ein Panther werden. Vermute ich einfach mal in meinem jugendlichen Leichtsinn. Ja, und das ist auf jeden Fall eine. Wow, ernsthaft? Ein Panzerwerfer? Na ja, gut. Dann möchte er wahrscheinlich vorrangig mal die gegnerische Artillerie und vor allem auch die Panzerabwehrkanonen loswerden. Ja, das ist halt auch so eine Einheit, ne? Mal sehr, sehr stark, dann wieder nutzlos. So die richtige Balance, die ist bis dato noch nicht gefunden. Oder gefunden worden. Ich weiß nicht, wie es im Moment ist, wann sich zuletzt was geändert hat. Bin mal gespannt drauf, was das Ding so kann. Aber es ist auf jeden Fall eine Wahl, mit der ich jetzt mal nicht gerechnet hätte. Das gebe ich auch ganz offen ehrlich zu. Sehr schön jetzt hier wieder, dass er direkt nach links geht, wo jetzt im Moment auch nicht wirklich Einheiten sind. Hier viele Reparaturstationen am Start. Also ein ganzes Reparaturzentrum, wenn man so möchte. Das wird also einigermaßen schnell von der Hand gehen und der ist sicherlich auch wichtig. Denn im Moment mag es gut laufen, aber kann sich auch mal ganz, ganz schnell rumdrehen und da ist es halt einfach entscheidend, dass man dann auch im Zweifelsfall seine Fahrzeuge wieder schnell instand gesetzt bekommt und sie schnell auch wieder nach vorne bringen kann. Das war also der Erstschlag vom Panzerwerfer. Wenig erfolgreich, würde ich den mal nennen. Da haben wir sicherlich schon Besseres gesehen. Ja, ihr könnt jetzt eventuell das Maschinengewehr des Maxims zerreißen. Jawohl, leer gemacht, sehr schön. Damit natürlich auch das Wett des Feldes verwiesen. Wow. Und das sind wirklich große Koffer. Zu viel für die Grenadiere hier. Hier jetzt aber auch ein sehr, sehr schöner Einsatz vom SDKFZ. Auf den Flanken, genauso spielt man dann leichtere Fahrzeuge im späteren Spielverlauf erfolgreich. Stück hier durchaus unter Druck. Sehr viele gegnerische Fahrzeuge hier, Panzerabwehrkanonen am Start. Das könnte das Ende des Grenadiers sein. Die Ladung geht noch nicht hoch. Jetzt allerdings unterfliegen die Einzelteile und damit war es um den Trupp geschehen. Viele Full Unit Kills jetzt hier. In letzter Zeit. Schaut euch mal an, was da alles hier an Leuten angewackelt kommt, um bei der Reparatur zu unterstützen. Das ist schon enorm. Wir sehen auch gar nicht, was das hier kostet, das Teil. Aber ist leider nicht die Möglichkeit, das rauszufinden. Wäre natürlich mal ganz interessant. Ah, hier auch wieder der Mörser. Ah, da muss der Jesseling ganz schön federn lassen.
Ist ganz schön beachtlich, was er hier gerade in den letzten paar Minuten verloren hat. Und das, wenn man in Rechnung stellt, dass er eigentlich die ganze Zeit immer noch so ein bisschen das überlegene Bild eigentlich hatte, dann ist das doch ganz spannend. So, da kommt er wieder. Ja, da mit der dicken Kanone. Und die schöne Adlerie jetzt hier halt auf der anderen Seite. Durchaus auch schon mit Erfolgen. Also einem Kill. Wie erfolgreich man das dann auch immer einschätzen möchte. Das ist jetzt sicherlich auch ganz interessant hier, ein 76er T-34. Also die kleine Variante. Mal schauen, was er damit machen möchte. Denn auch der hat ja dann eher so ein bisschen Probleme gegen das Stuck oder auch den Panzer 4. Also das wird spannend. Und dann wieder die deutsche Pack. Ist halt auch nicht zu unterschätzen. Ebenfalls noch keinen Abschuss, aber schon ordentlich auf die Fresse bekommen. Deshalb wird 3. Aber gut am Leben erhalten. Achso, er schießt dann mit einer Pack wahrscheinlich. Dann guck mal, der KW tatsächlich hier auf dem Weg zur Flank, oder? Oder doch nicht? Sah nur so aus, sah nur so aus. So, jetzt hier zum ersten Mal seit längerer Zeit mal wieder ein bisschen Infanterie von Drove. Ziemlich weit vorne. Ja. War ein kurzer Besuch. Und was war das denn hier? Glücklicherweise werden wir variierende Granate eingeschlagen. Scheint aber überlebt zu haben, der Trupp. Auch das Stück nicht mehr im allerbesten Zustand. Gut, ist halt ein bisschen Panzerabwehr hier vorne insofern gesehen. Gar nicht anders zu erwarten. Da ist auch viel Verstärkungsbedarf hier. Bobcat mittlerweile auch voll im Grunde bei Jove, also da geht auch nichts mehr. Er hat das, was er hat und damit muss er arbeiten. Justin versucht sein Glück dann nochmal mit einer Katyusha. Wenn sie denn dann irgendwann mal fertig ist, bis dato ist er nur in Auftrag gegeben. Ja, und seinen richtig großen Vorteil hat ihm der KW jetzt noch nicht gebracht. Ist halt auch kein Selbstläufer. Da muss man so ein bisschen abschätzen und einschätzen können, was man dem Teil zumuten kann und was man mal lieber lassen sollte. Ach, guck mal, da hat er ja sogar ein Maximum geklaut, das habe ich bis dato noch gar nicht registriert. Sich mit Pionieren besetzt. Ja, auch ganz lustig. Kann man auf jeden Fall machen. Ist jetzt nicht die schlechteste Idee. Ach, und guck mal, da hat mittlerweile auch jemand Fett 1. Und hier sehen wir die ersten Raketen fliegen. Ab sofort also auch ein Spiel der Raketenartillerie, denn die ist auf beiden Seiten nunmehr vertreten. Und den T-34, ebenfalls schön auf den Flanken eingesetzt. In der Mitte muss man noch ein bisschen aufpassen. Da steht unser Deutschland dann doch relativ dicht. Ist dadurch allerdings auch wieder irgendwo anfällig gegen die Artillerie. Und hier mischt sich die deutsche Arti gerade mal ein. Es bleibt allerdings bei einem Kill. Also für den Panzerwerfer bis dato kein wirklich erfolgreiches Spiel. Kann man einfach mal nicht so nennen. Das könnte es jetzt gewesen sein. Für unser Flammenwerferfahrzeug kommt er noch rechtzeitig und hier um die Ecke, jawohl. Und jetzt hier der Gegenangriff mit dem Stuck 3. Aufpassen auf die Antipanzergranaten. Er bleibt stehen. Das ist der Fehler. Und da sollte die Granate eigentlich noch fliegen, oder? Jawohl. Und da ist es raus. So viel also zu diesem leichten Fahrzeug.
hat, denke ich, hier eine ganz gute Arbeit geleistet. Ja, aber hat nicht sollen sein. Jetzt auch Offensive hier mit dem Panzer 4. Man sieht, der fährt hier wirklich in eine Mauer aus Panzerabwehrfeuer rein. So erstmal nicht zu machen, hätte er mehr flankieren müssen oder erst versuchen müssen, etwas den Weg frei zu räumen. Muss er sich dann auch zurückziehen. Aber er hat es zumindest überlebt, ganz im Gegensatz zu seinem Kollegen Panzerwerfer. Und ja, jetzt müssen die beiden Pioniere ran. Während hier natürlich ganz andere Möglichkeiten zur Verfügung stehen. Ticketzwischenstand übrigens 251 zu 321. Immer noch ein Vorsprung für Jove, aber der Vorsprung ist kleiner geworden. Trotzdem geht es aber für beide so ein bisschen bergab, langsam und kontinuierlich. Also es ist im Grunde genau das, was wir von Lankaskaya auch erwarten können. Ein Gemetzel, das sich so ein bisschen über die Zeit hinzieht. Was haben wir denn da eigentlich? Kronordwerfer. Anscheinend einer mit relativ wenig Wert. Der Kollege scheint noch am Leben zu sein. Der Gewettete. Ah, auch 9 Kills. Gut. Das ist jetzt nicht extrem viel, aber wenig ist es dann halt auch gerade nicht. Und das spielt ihn auch einigermaßen vorsichtig. Bringt ihn jetzt hier auf die linke Seite, um da die kippenden Einheiten von Jove ein bisschen zurückzutreiben. Hier könnte jetzt gleich die Ladung hochgehen. Wenn Jesse ihn auf... Ah ja, okay. Und da ist es eh schon erledigt an der Stelle. Kein Angriff mehr möglich. Links sollte aber erobert werden. So, nach kurzer zweiwöchiger Unterbrechung geht's jetzt auch schon weiter mit der Aufnahme dieses Spiels. Für euch natürlich keine Pause. Ja, wir sind gerade ein bisschen am Renovieren und tatsächlich sind wir heute etwas schneller vorangekommen als gedacht und ich dachte mir, dann nutze ich die Zeit noch, die Aufnahme fertig zu machen. Ja, Zeit ist ein etwas knappes Gut im Moment. Gut, dann schauen wir mal, wie sich die Dinge so entwickeln. Im Moment etwas dergestalt, dass der Kollege Jesulin einigermaßen weit vorne ist und Jove ja, so ein bisschen Probleme hat. Der Siegesmarke einigermaßen weit entfernt, hat jetzt auch diesen wunderschönen Punkt hier verloren. Das ist natürlich alles nicht so schön. Mal schauen, wie weit er das abstellen kann. Wirklich ganz interessant, dass wir ja einfach mal die beiden Raketenwerfer hier im Spiel haben. Und das habe ich so eigentlich auch noch nicht gesehen, dass man hier so viele Reparaturstationen hinstellt. Ich weiß auch gar nicht, was die kosten, das sehen wir leider nicht. Ist, finde ich, ja, ist auf jeden Fall einer der Pay-to-Win-Kommandanten. Insofern gesehen habe ich den natürlich auch nicht. Was man aber sagen muss, skintechnisch, ne, also hier, ja, da bekommt man mittlerweile schöne Sachen, wo ja auch die Ersteller dran beteiligt werden, beziehungsweise jetzt auch ein Turnier mitfinanziert wird. Beziehungsweise das Preisgeld des Turniers. Insofern eigentlich eine ganz runde Sache. Dann macht das Skin-Kaufen doch auf einmal viel mehr Spaß. Das ist übrigens immer noch unser Heldenstück, ne? Ja. Der Grenadier meint es vielleicht ein bisschen zu gut. Sollte man eventuell nicht übertreiben mit der Offensive. Na, hier wieder ein relativ heftiger Mörsertreffer. Ist ja auch so eine lustige Geschichte. Ich habe das nur ein bisschen am Rande mitbekommen mit dem US-Mörser. Wahrscheinlich ist wirklich vielen Leuten nicht bewusst, dass die Mörser eigentlich schon immer dazu in der Lage sind, Einheiten einfach zu treffen und auch durch den Nebel des Krieges zu sehen. Ich kann mich noch erinnern, wo wir das rausgefunden haben, zusammen mit Nike, das ist ja schon ewig her, nachdem wir das Spiel angefangen hatten zu spielen, uns das aufgefallen ist und gedacht haben, wir sehen nicht richtig. Tja, und jetzt irgendwie ein paar Jahre später ist es dann mal in das breite Blick der Öffentlichkeit gerutscht. Nun ja, soviel zu unserem Stück. Hat sich da ein bisschen übernommen. Ja, es ist halt dann doch relativ leicht gepanzert auch. Freuen würde ich mich, wenn wir jetzt wirklich mal so einen größeren Angriff sehen würden. Vielleicht den dicken vorne weg.
eventuell an der Seite arbeiten hier mit unserem leichten Sturmgeschütz und dann so ein bisschen verteilt einfach reingehen, die Packs hinterherziehen. Das wäre ganz schön. Aber ja, es sieht wohl danach aus, als würden wir hier stattdessen eher diese frontalen Angriffe weiterhin sehen. Das ist vielleicht auch ein bisschen ein Nachteil einfach von der Sache, dass wir ja, relativ viele unterschiedliche Einheiten auch im Spiel haben. Mit so einem Mörser, wie wir hier zwei Stück haben beispielsweise, greift sich's dann halt nur relativ schlecht an. Dafür braucht man die Infanterie und der fehlt wiederum so ein bisschen das Stehvermögen, um auch mal wirklich einen Angriff durchzustehen. Ja. Also es ist unter etwas schwierig. Das gebe ich zu. Aber ich denke, die Spiele würden ansehnlicher sein, wenn man einfach mal, ja, auch ein paar schon nur größere Aktionen sehen würde. So ist es jetzt halt dann doch ziemlich eine Abnutzungsschlacht. Wo bis dato weder der eine noch der andere so recht einen großen Erfolg hat. Guck mal, hier ist das MG auch gerade mal aufgestellt. Ich weiß gar nicht, wovon das abhängig ist, dass sie es tatsächlich hier so hinstellen oder sich hinlegen, wie sie es normalerweise machen. Die Logik habe ich noch nicht erkannt, aber es gibt einen Unterschied. Ah, hier der Panther, ja. Lass ich mal kurz schauen, wie war der Hotkey? Ich nehme jedes Mal den falschen zuerst. Genau hier. Ja, leider hier dann die weißen Streifen wieder drin, Gott weiß warum. Auch der Typ im Turm natürlich eher hässlich, aber der Skin, der ist cool und ja, der zeigt einfach auch, wie das Spiel hätte aussehen können. Hätte Relic da ein bisschen Mühe und Geld rein investiert. Schön wäre es gewesen. Wenn wir das dann sogar noch für die Infanterie bekommen könnten, es wird nicht passieren, brauchen wir uns gar keine Illusion hingeben. Relic ist ja jetzt mit Dawn of War 3, also nicht erst jetzt, schon länger mit Dawn of War 3 ausgelastet. Da wird also nichts mehr kommen. Wurde sogar neulich auch in dem Stream von Kaizo angekündigt, dass nichts mehr kommen wird. Aber das war immer so ein bisschen mein Traum. Aber mal schauen, nachdem Dawn of War 3 dann ein Misserfolg geworden ist, ein paar Jährchen, dann vielleicht COH4, vielleicht wieder mehr wie COH1. Das würde ich mir wünschen. So, ja, also der Panther ist natürlich auf jeden Fall auch interessant, um mit sowas wie dem Dicken hier fertig zu werden. Da hat das Stück dann doch relativ schnell seine Grenzen erreicht. Interessant ist ja noch die Fähigkeit. Die kann man eventuell mal einsetzen, aber ansonsten eher schwierig. Hält sicherlich auch ein bisschen Battle-Längster und länger aus gegen die Pucks. Mit dem Kleinen hier bei der E fertig. Und er ist auch ein bisschen schneller, mobiler, hat einen Turm. Also den Panther, ja, den verstehe ich schon. Das ist eigentlich immer eine ganz coole Einheit. Wenn man sich den Rest mal anguckt, was hier so rumkreucht, ja gut, der Mehrfachraketenwerfer, klar, aber der Brummbär, ich glaube, den spielt niemand mehr. Ich kann mich noch erinnern, ganz am Anfang, auch zu Alpha- und Beta-Zeiten, als ja, Brummbär und Panther irgendwie dieselben Stats hatten. Und der Brummbär war halt deutlich billiger. Der hat ja auch schon eine gewisse Geschichte hinter sich. Der Dicke. Mal kurz ein bisschen beleuchtet und nachgeschaut. Eine von. Ne, er hat auch nur die eine Pack. Genau, das ist seine eine Pack, die hier leer ist. Aber auch das, ja, nutzt er nicht aus, kann er nicht ausnutzen. Ja, das zerfasert sich halt alles so ein bisschen, ne? Mal hier, mal da, mal dort eine Einheit. Das ist irgendwie so ein Kleinkrieg. Und dann auch immer wieder diese ganzen Adlerie-Einheiten, die da so reinbolzen und dann ist mal wieder eine Einheit kaputt. Dann kann man deshalb mal wieder nicht angreifen. Also, boah. Das ist jetzt alles nicht so extrem toll. Das hier, ist jetzt auch nicht so ganz, was er damit bezwecken will. Ich meine, er hat nicht mal eine Einheit in der Mitte. Also es nützt ihm nicht mal was. Das war natürlich ein bisschen hohl, dass er ihn nicht zurückgezogen hat hier. Aber wenn man sich das mal anschaut, das Ding kostet 200. Also vielleicht ist da der größte Effekt sogar, dass er hier einfach das Gebiet sperrt und dass er jetzt theoretisch gesehen hier reinmarschieren und cappen könnte, was er in der Praxis allerdings nicht tut. Und insofern gesehen st stellt sich dann wieder die Frage, wie effektiv war das Ganze dann wirklich?
Ja, weiß es ja nicht. Achso, wegen E-Mail. Okay, ja. Warum nicht? Auch schon bei 2. Das ist irgendwie dieses Aufbauen, das habe ich auch noch nie gesehen. Und die Beweglichkeit dann doch den meisten wichtiger ist. Ja, und der macht schon Löcher, das sieht man jetzt hier wieder, wo er sich's mal mit dem Grenadier ein bisschen angeschaut hat. Also das funktioniert. Ja, ist auf jeden Fall so, dass er Schaden verursacht. Aber es ist halt wieder nur ein Bruchteil seiner Truppe, die er da einsetzt. Achsen einigermaßen weit hinten. Das Maschinengewehr treibt sich hier drüben rum. Es sind auch im Endeffekt gar nicht so viele Einheiten, aber er hat trotzdem schon das Pop-Cap-Limit erreicht. Und dann halt auch vieles, was eher so ein bisschen indirekt wirksam ist. Es gibt halt auch einfach nicht so die Infanterie, die, wo man jetzt sagen könnte, okay, die hält ein bisschen was aus und die kann auch mal einfach kurzzeitig wenigstens mal unbeaufsichtigt irgendwo rumstehen und cappen oder kämpfen. Aber das haben wir ja alles nicht. Das war die Pack. Der war es eigentlich zerstört worden? Hat er ihn wieder? Ich glaube sogar, das ist der, ne? Das dürfte der Wiederbesetzte sein. Kann er noch einmal machen, daran sieht man auch mal, wie viel Munition einfach da war. Dass er einfach gar keine Möglichkeit auch richtig hat, die auf das Schlachtfeld zu bringen, was halt auch ein bisschen blöd ist. Auch er natürlich Popcap-mäßig am Ende, er hat überhaupt keine Möglichkeiten mehr, hier flexibel irgendwas zu tun. Ja, durch diese ganze Geschichte hier, die Frames natürlich wieder im Keller. Hier sieht es ja auch nicht besser aus. Er geht jetzt auf die 500 Munition zu. Wir haben Fuel ohne Ende, Manpower ohne Ende. Ja. Es erinnert so ein bisschen an Achillus Fluss. Oh Gott, wie hießen die anderen? Karl Flusstal, Livry, glaube ich. So diese klassischen. Ich kämpfe mich mal ein Karten. Ah, jetzt aber mal, da tut sich was. Da fand. Ah, okay, es ist schon wieder vorbei. Schade. Ja, es sah so schön aus. Es sah so schön aus, so lange wie es gedauert hat. Aber er scheint sich ja jetzt doch mal hier ein bisschen durchsetzen zu können. Nur ist das jetzt dann halt auch wieder, wenn der Kollege Caveda ankommt, auch vorbei. Na, das ist eigentlich schon wieder rum. Ne? Da müssen sich die Grenzen schon wieder zurückziehen und damit war auch das wieder irgendwo ein Misserfolg, wo nicht viel mehr rumgekommen ist. Und so nutzen sich die Tickets hier halt langsam ab. Buchstäblich langsam. Mal schauen, der Raketenwerfer wieder am Start. Ich weiß nicht, vielleicht wäre dieses Kontersperrfeuer auch mal eine Option. Wir haben ja immerhin auch den Mörser hier oder auch die Kardusche. Ich weiß nicht, ob der dafür in Reichweite sein muss. Innerhalb der Reichweite, ja okay, das ist dann natürlich ein bisschen Downside. Weil der schießt ja jetzt ohnehin drauf. Das wäre halt mal was, ne? Ich meine, ihr habt hier so einen Panzer, der ganz im MMORPG-Sinne einfach auch ein Tank ist, dass man da dann mal wirklich versucht. Guck, weil er hat den Panzer jetzt. Er ist reingefahren, er hat da geschossen, hat kassiert und jetzt muss er erstmal wieder zurück und reparieren. Jetzt kommt die Infanterie an, jetzt kommt auch das MG mit, zu spät also. Und die Pack steht hier ganz hier hinten, die steht hier vorne. Keiner davon kann mitmischen. Also er zerfasert das einfach total. Er setzt seine Einheiten nicht zusammen ein. Und das ist das, was ich schade finde, was ich einfach auch gerne sehen würde. Und versteht mich an der Stelle nicht falsch, das sind sicherlich zwei gute Company of Heroes 2 Spieler. Aber ich würde mich einfach freuen, wenn ich eine andere Art von Gameplay hier sehen könnte, das wäre toll. Und das würde das Spiel einfach jetzt rein unter dem Aspekt des Zuschauens viel, viel attraktiver gestalten. Siehst du, jetzt kommen die Packs vor, jetzt ist die Infanterie quasi weg. Und jetzt kommen die Packs, das ist so total verteilt irgendwie. Ne? Hier könnte jetzt mal was sterben, ja. Na, seht ihr schon, das Spiel hat einen gewissen langsamen Charakter, wenn mir sogar die Full-Unit-Kills auffallen.
Dann ist was schief gelaufen. Ah, er kommt jetzt tatsächlich mal nach vorne. Hat jetzt hier auch die Packs so halbwegs gut stehen. Die sind zumindest den Panther zurückschlagen. Ganz interessante Granatenflugbahn. Hier könnt ihr jetzt die Artillerieböse reinhauen. Das ist so genau der Feuerkreis. Jupp. Und da hat er auch die Panzerabwehrkanone niedermachen können. Theoretisch gesehen wäre das jetzt natürlich auch wieder eine Chance für einen Angriff hier drüben. Ich weiß nicht, wer weiter das gesehen hat, sonst könnte er direkt mal mit dem Panther vorfühlen. Selbstverständlich auch seine Pack nach Möglichkeit mitbringen, Infanterie mitführen, also wirklich so ein Combined Arms Dingens. Oder halt auch nicht. Jetzt der T-34, ist auch ein 76er, bin mir nicht so ganz sicher, was er damit vorhat. Eventuell ist das sowas für die Flanken. Er hat natürlich auch nicht so die Alternativen, was Panzer angeht. Vielleicht ist es auch ein Popcap-Thema. Was kostet der? Hier sind wir natürlich falsch, das ist klar. 10. Na gut, der hat halt ganz gut reingepasst. Ne? Was Leichteres hätte er haben können, aber das bringt ja auch alles nichts. Jetzt sind übrigens auch eine Panzerwehrkanone ist leer, die andere hat er wieder geholt. Aber trotzdem, genau, muss er jetzt eigentlich vorwärts. Er hat es überlebt, Glück gehabt. Hier aus der Reserve unsere motorisierte Mini-Pack. Auch überraschend stark in dem Panther eigentlich, wenn man sich das mal anschaut. Löst natürlich auch wieder das Reparaturproblem aus. Hier haben wir jetzt auch so ein kleines Bunkerchen stehen. Genau, da könnte man das MG beispielsweise reintun. Wie lange es dann da bleiben kann, wegen der ganzen Packs und gut, im Moment der einen Pack, aber hier dem Granatwerfer oder der Katyusha ist eine andere Frage, aber probieren kann man es ja mal. Zumal eh mehr als genug Ressourcen da sind. Wir reden hier von über 1000 Manpower. Das ist schon extrem krass. Könnte man auch als gute Unit Preservation interpretieren. Hier ganz schön jetzt tatsächlich. Also er hat jetzt ja die Panzerabwehrkanone zerschlagen können. Er hat die Jungs übel zugerichtet. Die beiden. Das MG musste in der Folge weg. Also das war wirklich ganz schön. Und jetzt würde ich halt gerne sehen, dass er angreift. Jetzt, wo die Lücke da ist, wo er hier quasi direkt pushen könnte. Auf den Mehrfachraketenwerfer. Und er wäre dazu noch der Adlerreserve entkommen, weil er nach vorne rausgegangen wäre. Aber stattdessen spielt er es hier sicher. Bleibt an der Stelle erstmal stehen. Es ist natürlich insofern gesehen irgendwo auch ein bisschen verständlich, weil er von den Punkten her noch nicht den allergrößten Vorsprung hat. Also er hat tatsächlich einen gigantischen Vorsprung von 13 Punkten. In diesem Spiel hier will das schon was heißen, aber es ist halt nicht wirklich viel. Er will kein Risiko eingehen und ja, nicht nur er, eigentlich keiner von beiden will ein Risiko eingehen. Was mir auch gerade mal so auffällt, die deutschen Skins sind Sommerskins, ne? Kann das sein, dass die Granate gerade irgendwo hier am Turm gespawnt ist? Sah merkwürdig aus. Ja, jetzt mal relativ gut die Einheiten stehen. Der Panzer 4 kann da relativ wenig nur machen. Ist halt auch wieder frontal reingefahren. So eine Bewegung über die Flanken würde ich mir halt auch mal wünschen. Wir haben das in Ansätzen mal hier drüben gesehen, auch mit dem Panther kurz. Das ist natürlich ein Risiko. Aber vielleicht einfach mal probieren. Nur so ein Wunsch eines interessierten Kommentators. Wäre ein kleines Träumchen von mir. Ich habe so viele Träume. Und schon so viele Enttäuschungen erlebt. Ah, hier kommt dann auch die Engine anscheinend ein bisschen an ihre Grenzen. Wir haben jetzt die Su hier noch. Also mehr Anti-Tank. Insofern gesehen müssen wir mal schauen, inwieweit der Herr Brumbeer, der jetzt hier gebaut worden ist, tatsächlich die richtige Antwort auf die aktuelle Spielsituation ist. Weil, wenn hier drüben jetzt ein Brumbeer gebaut worden ist und da gerade die Su fertiggestellt worden ist, dann wird's schwer. Und das lässt halt noch nicht die restliche Situation betrachtet. Also da kommt noch ein paar Problemchen mit dazu. Aber die Frage ist halt, was hätte er sonst bringen können, ne? Das ist vielleicht auch so ein bisschen einfach ein Problem, dass man sagt, okay,
Ja, wenn ich jetzt noch eine andere Infanterieeinheit hätte, die ein bisschen was wegsteckt, zum Beispiel Wettinfanterie, dann könnte ich mich entscheiden, die zu bringen und den Gegner einfach auch durch Infanterie unter Druck zu setzen. Aber im Endeffekt ist die einzige Wahl, die er hier ja tatsächlich hat, diejenige, mehr Panzer zu bauen. Ja, was soll er damit? Schaut euch das an. Der Junge ist für 3, kriegt eine Rakete ins Gesicht, kann froh sein, dass er es überlebt hat. Also es bringt dann irgendwie nicht so extrem viel, ne? So, jetzt hat er sich immerhin mal nach vorne geschoben. Er hat auch wirklich alle seine Einheiten am Start. Das fand ich schön. Das freut mich. Ich würde das. Ach, guck mal, und jetzt kommt der Panther. War auch wieder alleine. Aber er kommt über die Flanke. Das ist ja schon mal was. Aber wie viel effektiver wäre das, wenn er. Okay, er macht das ohnehin nur wegen der Artillerie. Aber auch hier. Warum bleibt er denn stehen? Boah, er bleibt eiskalt stehen. Krass. Ja gut, es geht halt auch eine Stunde das Spiel, da passieren natürlich Fehler dann auch. Aber mal unter uns Pfarrerstöchtern, ja. Was sollte das jetzt bringen? Ich meine, Artillerie auf den Panzer setzen ist schon problematisch genug, aber dann. Ja, er hat nicht mal Einheiten da, also er kann in keiner Weise davon profitieren. Diese Aktionen hier eben, die kann man ja immer noch so rechtfertigen, dass man sagt, okay, jetzt kommt gleich meine Infanterie und kippt hier und ich sperre den Bereich. Das würde ich irgendwie noch verstehen, aber das jetzt, ja. Also wenn das wenigstens im Rahmen von einem Angriff eingesetzt hätte, auf eine Pack oder sowas, ich meine, das ist scheiße. Aber er hat ihn immerhin dazu bewegt, sich selbst zu bewegen, sich wegzubewegen. Ja, hier fehlt mir halt irgendwie im Spiel noch so ein bisschen eine Mechanik, einfach noch Infanterie, die auch mal ein bisschen eine Chance hat, die nicht einfach zusammengeschossen wird. Ja, weil er muss eigentlich irgendwie drin bleiben, kann sich's aber nicht leisten, jetzt hat er die Wettinfanterie verloren, das ist auch wieder scheiße, auch wenn sie nicht den sicherlich erhofften Nutzen in das Spiel reinbringt, er braucht sie trotzdem, ja, ist schwierig. Nicht, dass es auf der anderen Seite viel besser aussehen würde. Aber gar keine Frage. So, hier wird jetzt mal wieder eine Sandsackstellung hochgezogen. Das hilft zumindest ein bisschen. Er setzt sich jetzt hier auch etwas in der Mitte fest gerade. Ah, toll, eine Panzerfaust. Hey ho. Ja, und jetzt kommen hier die Panzer, aber die fahren halt jetzt auch gegen diese Wand hier, wo ist die Pack? Steht nicht gut. Ich verstehe nicht ganz, warum er sie nicht rangezogen hat. Angriffsbewegungsbefehl hätte er sich angeboten. Aber man sieht, was der Panther aushält, was man damit einfach mal machen kann. Ne? Ah, jetzt haben wir natürlich die Antipanzergranate dran. Das ist schlecht. Deutsche Pack gibt es keine. Wir haben hier höchstens noch den Brummbär. Der kann jetzt im Moment eigentlich auch wenig mehr machen, als einfach mal seinen Kopf hinzuhalten. Und das verkraftet er auch noch eine Zeit lang. Es fehlt hier der Rückhalt. Das ist halt so ein bisschen das Problem, weil irgendwie jetzt so einfach nur vom Zuschauen her, ne? Irgendwie versuchen beide das Gleiche. Es fehlt so ein bisschen der hervorstechende Unterschied letzten Endes zwischen den Fraktionen und deren Möglichkeiten einfach auch, ne? Beide setzen auf Panzer. Wie viel anders wäre das Spiel, wenn ich jetzt hier tatsächlich eine Infanterieeinheit hätte, die effektiv dazu in der Lage ist, Panzer zu bekämpfen, ohne selbst abzukratzen, ohne Ende. Oder zumindest eine Chance zu haben, das zu tun und dann einfach mal ein anderes Spiel aufziehen zu können, gerade mit diesen Manpower-Reserven hier. Weil der Punkt ist halt, egal was er jetzt so ziemlich macht, das ist alles irgendwie scheiße. Der Jove. Und das, obwohl er ja, so ein bisschen mit dem Rücken zur Wand steht in dem Moment und er eigentlich was bringen müsste und auch Ressourcen hat und so weiter. Vielleicht wäre ein weiterer Panther eine Möglichkeit gewesen. Wobei da die Frage gewesen wäre, hätte es das Popcap hergegeben. Jetzt fehlt natürlich auch massivst die Infanterie. Artillerie jetzt in die Basis auch rein. Ist nur noch ein einziger Grenadier übrig. Ja, ihr seht schon, es ist ein bisschen mehr los, ist mir wieder das eine oder andere entgangen. Ja, also Jesuin hat sich hier so ein bisschen vorgearbeitet und der Vorteil daran ist, das Spiel stagniert nicht mehr so krass, sondern es kippt in seine Richtung, was man jetzt ja auch an den Ticketstand ganz gut ablesen kann, denke ich.
Also das ist, auf seine Art positiv. Ja, das SMG da natürlich wenig Chancen. Wird jetzt sicherlich auch dann jeden Moment zerschossen werden, jawohl. Kriegen jetzt den Panther tatsächlich dann auch? Ja, das könnte natürlich was sein, also wenn er sich da geschickt anstellt. Pakt ist auch wieder schwierig, weil hier gibt es ja auch Mörser. Hier hat er natürlich auch, aber ja. Die haben irgendwie beide das gleiche. Das ist das, Interessante daran. Und jetzt natürlich auch das Problem, dass einfach nicht mehr so viel Ziele übrig sind. Also auch vom Raum her. Es entsteht dann ja irgendwann, wenn man den Gegner weit genug zurückdrängt, so eine Situation, wo es fast egal ist, wo man hinschießt, man trifft einfach. Und so weit sind wir ja eigentlich schon. Ja, da haben wir die Einladung natürlich. Hier direkt im Eilschritt die Jungs, um den Punkt dann noch zu holen. Blöd ist halt, der Dicke steht noch hier rum. Die 34 wieder rammen? Nee. Ja, jetzt kommt halt ein Panther. Ups, blöd, der kann hier keine Granate gerade dran werfen. Jetzt der Panther auch hier in der Mitte drin, im Rücken der selbstfahrenden Artillerie. Das ist gefährlich. Jetzt kommt nämlich der große Angriff. Jetzt sind die ganzen Fahrzeuge vorne. Das ist es. Jetzt entscheidet sich's. Jesseline oder Jove. Da ist der Jagdpanzer raus, aber Panther ist ebenfalls schwer beschädigt. Brummbär ist raus. Hier wird jetzt gleich arg zusammengeschossen. Panzerabwehrkanone zu spät mit reingekommen. Aber die Chance ist da, das jetzt zu gewinnen. Aber hier werden jetzt einfach mal zwei neue T-34 gebaut. Ressourcen haben sie beide, überhaupt kein Problem. Rammmanöver vom T-34. Panther ebenfalls beschädigt. Jove baut keine neuen Einheiten. Hat jetzt verloren zwei Panther und der Panzer 4 stark unter Druck, muss jetzt raus, hat die Panzerabwehrkanone nicht bekämpfen können und jetzt kommt erst die Artillerie, jetzt kommt die Artillerie, warum kommt die jetzt? Hätte er jetzt in diesem Angriff diese Artillerie, dieses Eisenbahngeschütz hier hinsetzen können, hätte er damit Erfolg gehabt, hätte er mit seinem Mehrfachraketenwerfer auf die Panzerabwehrkanone gehalten, dann hätte er das Spiel gewonnen. Und das ist genau, was ich meine. Dieses Combat Arms, das fehlt, das ist nicht da, weder beim einen noch beim anderen. Es sind Einzelaktionen, es sind hier Rushs mit Panzern. Ja, aber zumindest war ein bisschen Spannung im Spiel. Jetzt bauen beide nach, Jove später als Jesseline. Jesseline hat direkt angefangen zu bauen, wo die Panzer auseinandergefallen sind. Jove hat sich Zeit gelassen. Und das Problem bei Jove ist natürlich, dass er ohnehin nur noch 24 Tickets hat. KW nach wie vor jetzt auch eine wichtige Einheit, auch gerade wieder geworden, weil er natürlich sehr gut mit der Infanterie umgehen kann. Ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass der Panzerwerfer durchaus nicht so oft schießt, wie er schießen könnte. Ach, jetzt hier natürlich sehr, sehr viel Druck auf den Panzer 4, aber der entscheidende Schuss, der kommt. Knappe Sache. Schöner Versuch aber hier. Circle Strafe hat man das früher genannt. Ganz am Anfang in Company of Heroes 2 oder eigentlich eine sehr, sehr lange Zeit lang ist ja niemand auf die Idee gekommen, dass man überhaupt rumfahren kann. Oder dass es sinnvoll ist, um Fahrzeuge herumzufahren, dass es sinnvoll ist, in die hintere Hitbox zu treffen. Das wusste einfach niemand. Das hat ewig gedauert, bis das überhaupt rausgefunden worden ist. Ja, und so hat man es auch nochmal ein bisschen gesehen. Hier gehen jetzt die ganzen Reserven, diese ganzen Ressourcen, die angehäuft worden sind, die werden jetzt hier auf das Schlachtfeld geworfen. Osttruppen einfach nur, um eine gewisse Masse zu bekommen. Zwei Panther jetzt wieder auf dem Feld und noch ein Ostwind hinterher, um wieder mit der Infanterie umgehen zu können. Aber da hilft natürlich auch der Mehrfachraketenwerfer, jetzt hier schon ganz gut zum Einsatz gebracht. Die Osttruppen stellen sich rein, das müssen sie jetzt auch, es sind nur noch 17 Punkte übrig. Viel leisten kann er sich hier einfach nicht mehr. Er hat auch nicht mehr die großen Ressourcen, dass man sagen könnte, okay, ich baue irgendwo einen Bunker hin oder sowas. Hier jetzt eventuell die Möglichkeit gewesen, Sprengladungen zu zünden, hat er nicht gemacht. Osttruppen werden jetzt auseinandergeschossen werden. Dafür allerdings die Panther hier vorgerusht.
Sind aber einigermaßen unerfolgreich, muss man sagen, ehrlicherweise. Panzerabwehrkanone hat auch so ihre Schwierigkeiten. Jetzt die Sprengladung, dadurch das Hauptgeschütz zerstört, sollte auseinandergeschossen werden. Ostwind war noch nicht am Start. Wieder ein Panzer alleine im Griff. Wir sehen hier das, wer von euch vielleicht noch John Merrington kennt. Vor, ich weiß nicht wie vielen Jahren, hat er schon gesagt, Panzer alleine im Griff niemals machen. Und genau das haben wir hier gesehen. Tatsächlich wäre das in meinen Augen, oder war das hier eine Situation, wo ich mir gesagt habe, warum muss er jetzt unbedingt angreifen? Gut, wenn die Lücke da ist, will man natürlich immer angreifen. Und eventuell kriegt er das jetzt hier auch noch durch, aber wäre es nicht schöner gewesen, er hätte den Panzer 4 direkt mitgenommen, er hätte noch gewartet auf seinen Ostwind und dann würde sein Mehrfachraketenwerfer hier nicht mitten vor der gegnerischen Panzerabwehrkanone parken. Sollte man vielleicht nicht unbedingt tun, aber der Sieg, der ist immer noch drin hier. Ah, da ist er rausgenommen worden. Da hat er seinen Raketenwerfer verloren. Ostwind müsste sich in Bewegung setzen, hinter der Pack kommen. Aber das ist okay. Die Panzerabwehrkanone ist leer. Jetzt ist es nur noch der KW. Das war der Panzer 4. Entschuldigung, der da gestorben ist. Ne? Ja, aber wird jetzt wieder besetzt werden. Das schafft er nicht mehr. Es ist zu wenig. Und Jessalyn kann auch noch nachbauen. Er selbst hat nicht mehr die Möglichkeiten im Moment. Aber es war zum Ende hin tatsächlich nochmal sehr, sehr spannend. Das hätte ich dem Spiel ehrlich gesagt gar nicht mal zugetraut. Da hat er sich wirklich nochmal voll nach vorne gerissen. Ja. Insgesamt war es ein Spiel, was sich eigentlich typisch entwickelt hat für ein Company of Heroes 2 Spiel hier auf Langres Kaya. Es ist eine Abnutzungsschlacht geworden. Ich denke nicht, dass das zwangsläufig hätte sein müssen. Auch wenn die Art und Weise, wie Company of Heroes 2 funktioniert und wie an der Stelle einfach auch die Fraktionen aufgebaut sind, in Kombination mit der Map das einfach provozieren. Wir haben halt dann auch ein Spiel gesehen, das eine Zeit lang ja, sehr, sehr dicht auch bewegt hat, hier um die Mitte herum, fast nur, auch wenn durchaus auf den Flanken gespielt worden ist, Siegesmarken lange Zeit sehr dicht beisammen, dann halt wirklich so ein nach vorne Würgen von Jessalyn, wo es wirklich so aussah, er hätte gewonnen und ja, dann kam Jove nochmal wieder. Ich denke, viele Spiele, Fehler hier drin, Dinge, die man bei den Company of Heroes 2 Spielern auch bei den guten sehr oft sieht, die ich gerne anders sehen würde, aber ja, es ist, denke ich, auch ein bisschen ein Thema des Spiels einfach. Okay, ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen, vor allem der zweite Teil und ja, das war's an der Stelle. Ciao, ciao.